Also, warum sind 5 Euro in einer Riester-Versicherung oder in einer Privatversicherung, damit ich eine Zuschussrente kriege, besser investiert als beispielsweise 0,5% Beitragserhöhung? Erklären Sie es mir. Ja, aufgrund der Demografie muss das so sein, weil sonst kriegen die Jüngeren aus der Umlage sehr viel weniger raus. Machen wir es mal an einem ganz konkreten Beispiel. Jemand, der wirklich nicht viel verdient, 1200 Euro im Monat. Das ist so ungefähr der Mindestlohn in der Pflege oder in der Zeitarbeit. Das ist nichts, was wir uns für jemanden dauerhaft wünschen. Aber unterstellen wir mal, sondern es soll ja weitergehen. Unterstellen wir mal, jemand verdient das ein Leben lang. Fängt mit 22, gar nicht so früh an zu arbeiten und dann 45 Jahre bis 67. So, wenn der das macht, in die gesetzliche Rente einzahlt und einen Riester-Vertrag abschließt, dann kriegt er am Ende eine Rente raus in der Kombination über der Grundsicherung. Wenn er nur in die gesetzliche Rente einzahlen würde, ist er unter der Grundsicherung. Mhm. Also konkret haben gerade die, die wenig haben, mehr. Und das ist doch, wo wir hinkommen müssen. Herr Kleinlein? Die Berechnungen, die wir haben, die zeigen, dass es durchaus Riester-Angebote gibt, bei denen man ein kleines bisschen besser von der Rendite erfahren kann als mit der gesetzlichen. Aber die meisten Produkte sind leider so schlecht, dass die Rente, die am Schluss hinten rauskommt, wir reden nicht über das angesparte Kapital, sondern die Rente, die hinten rauskommt, absolut, die ist dann eben entsprechend gering und kann dann eben nicht mehr mithalten mit der gesetzlichen Rente. Und es ist auch falsch, diese beiden Systeme in dieser Art und Weise nebeneinander und gegeneinander laufen zu lassen. Das ist ein Hauptproblem bei der Zuschussrente. Hier soll ein Problem, das eigentlich innerhalb des Umlagesystems besteht, soll auf einmal nochmal flankiert werden über dieses Nebenprodukt sozusagen. Und da fehlt der Sinn. Aber wenn wir nicht die beiden Bausteine kombiniert hätten, dann würden doch aufgrund der Demografie in Zukunft viel zu wenig Einzahler da sein. Dann würden entweder die Beiträge explodieren, dann gehen Arbeitsplätze verloren und die Leute können es auch nicht mehr zahlen. Oder die Renten müssten dann dramatisch gekürzt werden. Das kann doch für die Jungen keine Lösung sein. Schauen Sie sich die betriebliche Altersvorsorge an. Da ist im großen Stil die Entgeltumwandlung propagiert worden. Die führt aber dazu, dass genau diese Werte eben sozialversicherungsfrei angelegt werden. Das heißt, für jeden, der mit der Entgeltumwandlung betriebliche Altersvorsorge betreibt, der mindert automatisch und gezielt selber seine eigenen gesetzlichen Rentenansprüche. Das ist nicht schlau. Und da werden diese Systeme einfach gegeneinander gestellt. Ja. Herr Bayers. Wir sehen, glaube ich, gerade ganz gut an der Stelle, Applaus an der Stelle ist erlaubt, ne? Wir sehen, glaube ich, ganz gut an der Stelle, typisches Paradebeispiel innerhalb von 5 Minuten, dass sich 3 Experten über die Sache nicht einig sind. Und wir reden ja nicht von Meinung, das sind ja Fakten. Und das ist auch, was ich mal wahrnehme, dass mich viele junge Leute fragen, die denken, ich wüsste es, ich weiß es auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Mich fragen, was soll ich eigentlich machen? Ne? Private Vorsorge und so weiter. Und ich glaube, ich sehe hier, woher diese Verwirrung auch kommt, dass wenn sich nicht mal die Fachmänner einig sind, wie soll man als junger Mensch da eine Entscheidung fällen? Ja? Und ich glaube, was ich von der Politik nicht fair finde an der Stelle, ist, dass man die jungen Leute sozusagen mit der Keule in die private Vorsorge treibt, ihnen aber nicht die Möglichkeit von Aufklärungswegen gibt. Ja? Also wir haben, das ist kein jungenspezifisches Problem. Ich spitze es jetzt mal zu. Der Rentner, der sich von der Hamburger Sparkasse ein Lehman-Zertifikat hat aufschwätzen lassen, ist genauso ahnungslos wie der junge 24-Jährige, der nicht weiß, ob er eine Betriebsunfallsversicherung, eine Lebensversicherung oder eine Riester-Rente abschließen möchte. Aber ich glaube, wenn die Politik schon mit der privaten Keule schwingt, die ich persönlich nicht gut finde, muss ich an der Stelle mal sagen, aber wenn sie es tut, dann muss sie zumindest doch auch eine Möglichkeit bieten, durch Aufklärung ein Angebot zu schaffen. Und wir sehen ja hier an der Faktenlage, wie durcheinander das ist. Da kann ja keiner sich für eine seriöse Sache entscheiden. Also, der Staat hat sich ja im Grunde genommen entschieden, eben mit der Förderung dieser Riester-Modelle. Und dann ist vielleicht trotzdem mal eine Frage von der Leyen, ehe Sie antworten, ob wir uns nicht für ein ganz neues System entscheiden könnten, zum Beispiel für dieses. Schauen Sie mal. Hanni Kruus ist 62 Jahre alt und Großmutter. 15 Jahre hat sie als Verkäuferin gearbeitet, in Teilzeit. Trotzdem erwartet sie in 3 Jahren eine staatliche Grundrente von rund 1.100 Euro aus Beitrags- und Steuermitteln. Die erhält jeder Niederländer, der 50 Jahre im Land gelebt hat, unabhängig vom Einkommen. Bei Hanni Kruus kommt, wie bei vielen ihrer Landsleute, noch eine Betriebsrente dazu. Insgesamt ergibt das in ihrem Fall 1.300 Euro. In Deutschland käme Hanni Kruus nicht einmal auf die Hälfte. So, also der Staat will verhindern, dass Holländer in Armut leben und gibt allen einen identischen Grundabsicherungsbetrag. Ist das vielleicht eine tolle Alternative?
wenn wir auf einer ganz grünen Wiese anfangen könnten, dann wäre das durchaus interessant. Unsere Wiese ist gelb. Oder unsere Wiese ist gelb und sie ist 60 Jahre alt. Schrecklich. So. Und in 60 Jahren, und zwar, das muss man auch mal sagen, unser Rentensystem, diese Umlage ist entstanden, weil nach dem Krieg die damals alte Generation nichts mehr hatte. Und dann die erwerbstätige Generation gesagt hat, wir zahlen jetzt Monat für Monat ein in die gesetzliche, damit die Rentnerinnen und Rentner, die Alten, eine Rente haben. Wir verlassen uns aber darauf, dass eines Tages unsere Kinder für uns die Rente bezahlen. Das heißt, da ist ein langes Versprechen, jetzt über 60 Jahre, dass immer die erwerbstätige Generation, wir jetzt die Aktiven, sagen, wir zahlen jetzt für die Alten und unsere Kinder werden für uns bezahlen. Wenn die Kinder weniger werden, und das ist jetzt mal eine Tatsache, dann haben wir eben im Augenblick in der gesetzlichen Umlage das Problem, dass nicht mehr genügend da sind, die das alles leisten können für mehr Rentner. Deshalb die zweite Säule. Und wir können nicht umsteigen in das System, was Sie eben genannt haben, weil wir nicht zwei Systeme nebeneinander fahren können. Also die Versprechen der letzten 60 Jahre erfüllen, das sind im Jahr 240 Milliarden Euro, die in diese Rente reingehen der Alten. Und gleichzeitig sagen, ihr Steuerzahler, baut bitte in Zukunft die steuerfinanzierte Rente aus. Das würde explodieren. Was machen wir heute? Heute versprechen wir wunderbarerweise, dass wir bis 70 arbeiten sollen und dass wir parallel dazu noch privat vorsorgen sollen und noch für unsere Eltern und für die Kinder. Heute ist der Generationenvertrag weiter, nämlich, dass die Umlage da ist, aber es ergänzt durch die zweite Säule. Das heißt immer private, ich finde viel schöner das Wort zusätzliche Vorsorge, weil es eben nicht nur der Riester ist. Es ist eben auch die betriebliche Altersvorsorge oder andere Form. Bin bereit, darüber zu reden, ob man darin was verbessern kann. Woran? Das ist also in der privaten, in der zusätzlichen Säule was verbessern. Gar keine Frage. Deshalb auch weil Sie sie vielleicht auch international werden wir im Augenblick bewundert, im Grundsatz für unser System, weil es, beide Seiten haben Risiken. Die Umlage hat das Risiko, wenn nicht mehr genügend Kinder da sind, gucken die Alten in die Röhre, wenn ich es mal einfach formuliere. Und der Kapitalmarkt hat natürlich ein Riesenrisiko, das haben wir in den letzten Jahren gesehen. Also ist es gut, in Deutschland diese beiden Säulen zu bedienen. Ich sage nur nochmal, die Geringverdiener fallen im Augenblick durch den Rost und da müssen wir was tun. Und da haben Sie einen Vorschlag gemacht? Weil Sie gerade die Niederlande hatten. Es ist übrigens interessant, dass die Niederlande, Dänemark und Schweden, die diese klassischen steuerfinanzierten Grundrentenmodelle hatte, stärker umsteigen zur Beitragsorientierung. Also das abbilden, was wir haben. Das mischt, aber sie kommen von der anderen Seite. Sie orientieren sich nach Deutschland. Genau, sie orientieren sich nach den deutschen Modellen. Man muss noch einmal sehen, wir reden im Augenblick, das mag ja mehr, aber wir reden im Augenblick von 2,5%. Noch einmal, 97,5%, für die gilt, dass dieses Rentensystem eine auskömmliche Rente bereitstellt. Und noch einmal, ich will nur einen Punkt sagen, die Beitragsbezogenheit ist ein hohes Gut, weil sie aus dem Erwirtschafteten, dem Einzelnen erkennbar werden lässt, was daraus folgt. Das heißt, er kann sich auch darauf einstellen. Und ich finde, ein System, das generell nur ein Leistungsversprechen steuerfinanziert, allgemein für alle gibt, macht diese Differenzierung nach dem Einsatz, nach der Leistung des Einzelnen. Das heißt, Beitragsbezogenheit ist auch ein Ausdruck der Leistungsgerechtigkeit. Gut, aber weil Sie es gerade noch mal sagen, dass es so wenig Rentner betreffe, es sind ja eben auch Rentner, die sich gegebenenfalls heute schon ein ganz anderes Bild, eine ganz andere Vorstellung auch von ihrem Leben als Pensionär hatten. Und diese Fälle gibt es tatsächlich auch. Und vielleicht haben wir ein Bild für die Zukunft. 280 Euro bleiben Hannelore Nehls im Monat für Essen, Kleidung und die Extras. Mehrmals die Woche macht die 70-Jährige deshalb ihre kleine Taschengeldrunde. Da denke ich immer, mein Gott, das kann doch alles nicht sein. Du hast so viele Jahre gearbeitet und jetzt musst du im Prinzip irgendwo was organisieren. Zum Beispiel für meine Enkelkinder mal ein Eis zu kaufen oder sonst was. Für mich ist das irgendwie erniedrigend. Ich habe gearbeitet, habe drei Kinder großgezogen. Und dann hast du dann so ein bisschen, wo du gerade mal so über die Reihe kommst. Christine Nürnberg ist 68 Jahre alt. Sie hat gerade mal 230 Euro von ihrer kleinen Rente übrig für Lebensmittel und Kleidung. Die ehemalige Postangestellte ist geschieden und hat wegen der Kinder fast immer nur halbtags gearbeitet. Als sie zu Beginn ihrer Rente plötzlich viel weniger Geld als früher hatte, machte sie Schulden. Lebbrot habe ich noch. Herzlichen Dank. Mittlerweile ist auch Frau Nürnberg auf Lebensmittel von der Caritas-Tafel angewiesen. Ist immer eine schwere Jagd für mich, dahin zu gehen und dann mich in der Reihe zu stellen. Ich habe da ein bisschen, bin ich ganz ehrlich, wenn man die ganzen Jahre gut gelebt hat, und sinkt auf einmal so tief.
irgendwie, es ist ein ganz komisches Gefühl. Herr Hüther, Rentner, die auf Almosen angewiesen sind und die Aussicht, dass die Zahl derjenigen, die unter dieser Grundsicherung landen, zunehmen werden. Können Sie verstehen, dass das die Menschen tatsächlich bedrückt und dass das nicht nur hysterisch ist? Und nein, nicht nur das natürlich verstehe ich das. Und ich habe auch höchsten Respekt vor diesen Lebenssituationen. Ich kann sie im Einzelnen nicht bewerten. Wir sehen jetzt hier einen Ausschnitt. Das ist nicht das, was man sich vorstellt. Natürlich. Aber noch einmal, ein Gesetzgeber kann nicht jeden einzelnen Fall berücksichtigen. Er kann nur Systeme schaffen, wo auch für solche Fälle ein Angebot gemacht ist. Und der bundesdeutsche Gesetzgeber hat sich entschieden, das Rentenversicherungssystem zu ergänzen 2003 durch eine Grundsicherung im Alter, die anders gestaltet war und gestaltet ist als früher die Sozialhilfe, um den Zugang zu erleichtern, um die, sozusagen das niederschwelliger zu machen, dieses in Anspruch zu nehmen. Das ist das Angebot der Gesellschaft für die Situation. Und natürlich ist das keine Lebensperspektive, wo wir sagen, das ist das, was wir uns wünschen. So, nein, dafür so haben sie dann Angst und ich verstehe das auch. Aber die Frage ist, was ist die politische Antwort darauf? Und wie können wir Systeme gestalten, die trotzdem in die Zukunft tragen. Richtig ist ja, Sie haben das völlig richtig gesagt, wir müssen die Erwerbsbeteiligung erhöhen in allen Möglichkeiten, aber es wird nicht reichen, wir werden auch die Erwerbszeit ausweiten müssen. Wir müssen beides tun, wir werden das nicht abschneiden können. Und wir müssen auch in einer Gesellschaft des langen Lebens über eine andere Aufteilung von Arbeit und Freizeit reden und gerade in der Rentenphase reden. Und Frau Ballmeier sagt... Ja, gerne, wenn Sie mögen, mache ich gerne. Punkt. Ja, kann auch gehen, an dieser Stelle, wenn das und zu viel ist. Dringend, weil ich gerne zwei Menschen noch zu Wort kommen lassen möchte, nämlich die zwei Frauen in der Runde. Frau Ballmeier, wenn Sie in das Jahr 2020 schauen, wie wird das in Bezug auf die Rentensituation aussehen, denken Sie? Ich möchte, dass wir heute die Alten so behandeln, wie wir selber behandelt werden wollen. Es geht um die Würde der Leute, und zwar in jedem Alter, bei den Alten, bei den Mittleren und bei den Jungen. Mhm. Und darum will ich haben, dass wir, und das ist es, Frau von der Leyen, was nicht passiert ist, den breiten gesellschaftlichen Konsens suchen, den wir immer gesucht haben bei großen Reformen, mit den Gewerkschaften, mit den Arbeitgebern, mit den Sozialverbänden, mit allen Parteien. Es geht nicht jetzt um Wahlkampf, weil nächstes Jahr Bundestagswahl ist. Es geht um was ganz Elementares, es geht um den Glauben an die gesetzliche Rentenversicherung. Gerade als SPD-Vertreterin nehme ich Sie einfach mal beim Wort. Sie sind herzlich willkommen, konstruktiv mitzumachen. Ich finde, wo wir vor allem den Schulterschluss suchen müssen, ist, und das war in diesem Film ein Beispiel oder zwei Beispiele, die vielen, vielen Frauen, die Kinder erzogen haben, anständig ins Leben gebracht haben, die fleißig gearbeitet haben, die am Ende feststellen, sie haben immer in die Rentenkasse eingezahlt, ihre Kinder zahlen jetzt in die Rentenkasse ein und sie selber müssen den Gang zum Sozialamt machen. Das ist etwas, was wir beenden müssen. Da erwarte ich dann Unterstützung und dass wir dann auch zusammen an einem Strang ziehen. Frau von der Leyen, die Bundeskanzlerin, das ist nur kolportiert, aber sicherlich bewusst kolportiert, soll gesagt haben, dass wenn ihre Zahlen stimmen, dann ist mit der Zuschussrente, die Sie vorgeschlagen haben, sind gerade mal 10% der Lösung auf dem Tisch. Ja, ich verstehe, warum Sie das sagt. 10% der Lösung, und das ist der erste dringendste Schritt. Gerechtigkeitsfrage für die Geringverdiener und die Mütter besser stellen. 90% dahinter sind genau die Themen. Bildung. Kinder brauchen Bildung. Kinder brauchen, oder Jugendliche brauchen eine Ausbildung. Ich mache das Ganze. Arbeitsmarkt. Mindestlöhne können nicht das Problem lösen, aber sie können es lindern. So, all das sind Bausteine und deshalb bin ich der Meinung, erster Schritt, jetzt die brennende Gerechtigkeitsfrage lösen. Zweiter, dritter, von mir aus vierter Schritt, in einer größeren Dimension die anderen 90% angehen. Das geht nicht innerhalb von Wochen, das sehe ich ein. Herr Vogel, aber dazu auch gerne den Gesetz. Wird sich Ursula von der Leyen durchsetzen und wird es bis Ende Oktober eine Debatte im Kabinett zu diesem Gesetzesvorschlag geben? Wir werden eine gute Lösung finden, wir sind ja einig. Nein, wir sind ja einig, wer sich anstrengt und vorsorgt, der soll mehr haben als diejenigen, die das nicht tun und mehr haben als die Grundsicherung. Okay. Und da werden wir eine Lösung, glaube ich, finden. Da gibt es ja auch andere Modelle auf dem Tisch. Nur das konkrete Modell von Frau von der Leyen, Zuschussrente, das schafft eben Ungerechtigkeit im System der gesetzlichen Rente und es ist zulasten der jungen finanziert und gefährdet die Stabilität. Und deshalb ist das nicht der beste Vorschlag, sondern wir werden es bessere finden können. Gut.
An dieser Stelle müssen wir einen Punkt machen. Diese Frau links neben Herrn Vogel, nämlich Leni Breymeier, steht Ihnen, liebe Zuschauer, noch für all Ihre Fragen zur Verfügung, die Sie bestimmt haben werden zu diesem Thema. Bei Markus Lanz, die Stimme zieht ein bisschen an, ich muss hurtig machen, sitzen jetzt unter anderem Porsche-Betriebsrat Uwe Lück und Bundesumweltminister Altmaier. Ich tippe mal, die beiden reden nicht nur übers Kochen. Wir sehen uns nächste Woche wieder um 22.15 Uhr im ZDF. Ich darf mich ganz herzlich bedanken für diese Runde hier heute Abend. Bleiben Sie heiter. Irgendwie. Tschüss, bis dahin.